In letzter Zeit entbrannte mal wieder eine Diskussion um Ron Bilecki. Um genau zu sein, zu seinem Gerichtsverfahren, zu der Teilnahme und des Bewerben illegalen Glücksspiels. Und ich glaube tatsächlich, dass ich hierzu zumindest eine Kleinigkeit exposed habe. Die ganze Diskussion fing mehr oder weniger damit an, dass Klängern vor einigen Tagen ein Video zu dem Gerichtsprozess gemacht hat, in dem er sich ziemlich kritisch zu der Verteidigung von Ron äußerte. Skouros hat dann darauf reagiert und hatte eine leicht andere Meinung. Ja, richtig. Was, Bruder? Und daraufhin... Da, guck mal, alleine dieses, was, Bruder, was für... Was, bist du zu blöd, um das... Ey, jetzt mal ganz im Ernst, bist du zu blöd, um diesen Satz zu verstehen? Was rafft man denn an so einem einfachen Satz nicht, Digga? Wer hat den... Du machst einen auf oberintelligent, auf ich bin Moralapostel nochmal und raffst einen einfachen, dummen Satz nicht, Alter. Ich möchte heute aber im Speziellen darauf eingehen, dass Ron Bilecki vorgeworfen wird, dass er Affiliate-Links zu den entsprechenden Casino-Seiten in seinem Stream eingeblendet und beworben haben soll. Dieser Punkt wird von seiner Verteidigung nämlich folgendermaßen abgestritten. Jetzt sagt aber offensichtlich sein Anwalt, nee, die Aufnahmen sind nicht echt. Die sagen, das hat wohl jemand da rein und zusammengeschnitten, damit es so aussehen würde, als würde Ron dafür Werbung machen. Hat er aber gar nicht. Mitschnitte des Streams seien später von Bilecki unbekannten Personen mit einem Wasserzeichen mit Links zu Glücksspielseiten versehen worden, um den Eindruck zu erwecken, Bilecki werbe dafür. Die so manipulierten Videos seien auf YouTube-Kanälen hochgeladen worden, mit denen Bilecki in keinerlei Verbindung stehe. Und auch wenn das erstmal komisch klingt, gänzlich abwegig wäre es nicht mal. Denn wenn jemand diese Streams von Ron Bilecki herunterlädt und mit seinem eigenen Affiliate-Link versehen auf YouTube wieder hochlädt, wird die Reichweite und Bekanntheit von Ron Bilecki vermutlich dafür sorgen, dass sich Menschen über diesen Link dann bei dem Casino anmelden. Also nicht der Link von Ron Bilecki, sondern eben von der Person, die das dann auf YouTube hochgeladen hat. Also gibt es durchaus berechtigten Zweifel daran, ob diese Reuploads auf YouTube manipuliert sein könnten. Was ich mich jedoch dann gefragt habe: Was ist mit den Clips, die auf Ron Bileckis Twitch-Kanal selber noch online sind? Und die habe ich dann in meinem Livestream auch schnell mal durchgeschaut. Und was ich da gefunden habe? Naja, seht selber. Noch 4 Münzen kommen! Also wir sehen hier unten eine Einblendung von stake.com, wo man mit dem Bonuscode Ron, der hier auch eingeblendet wird, dann eben Freispiele und sonstige Vorteile erhalten soll. Zugegebenermaßen kein direkter Link, aber zumindest definitiv eine Verpartnerung mit Stake, weil sonst hätte er da keinen Bonuscode mit seinem Namen bekommen. Und dieser Clip ist auf dem Twitch-Kanal von Ron Bilecki, der offizielle Kanal von ihm, noch online. Aber interessant ist auch, was darunter noch steht. Nämlich ein Chat-Command, Ausrufezeichen Stake, in den Chat. Ob man jetzt einen direkten Affiliate-Link bekommen hat, wenn man diesen Command in den Chat geschrieben hat, kann ich jetzt nicht beweisen. Es wäre zwar irgendwie naheliegend, aber das geht aus keinem der Clips hervor. Was aber definitiv feststeht, Ron Bilecki hatte einen Bonuscode bei Stake und der Beweis dafür ist auch noch auf seinem eigenen Twitch-Kanal online. Einen Chat-Command hatte er übrigens auch nicht nur für Stake, sondern auch in einem anderen Clip von vor 3 Jahren, einen für Playton. Ein anderes Casino, hierbei sieht man jetzt keinen Rabattcode für ihn, aber ebenfalls ein Chat-Command. Aber eine ganz wichtige Sache hat Skouros noch in seiner Reaction auf Klängern gesagt. Wenn Ron seinen Wohnsitz im Ausland hat, beispielsweise er wohnt auf Malta, dann ist weder das Streamen von Stake und das Spielen von Stake illegal, noch überhaupt irgendetwas. Und selbst wenn er dann nämlich sogar einen Affiliate-Link beworben hätte, müsste es meiner Meinung nach sogar legal gewesen sein, weil er sich zum Beispiel auf Malta aufgehalten hat. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Ob das jetzt illegal war oder nicht, hängt davon ab, aus welchem Land er diese Inhalte gestreamt hat. Dementsprechend möchte ich mir gar kein finales Urteil erlauben. Ich wollte euch lediglich zeigen, was ich auf seinem eigenen Twitch-Kanal noch gefunden habe. Die Clips werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Schaut gerne mal nach, ob die noch online sind. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei und wir sehen uns im nächsten Video wieder.